Hallo, störe ich dich Hallo. gerade? Na, du störst doch nie. Ich schreibe gerade was Schönes, aber das hat Zeit. Erzähl! Erzähl. Sie Na, ich gehören wollte. jetzt nichts mehr! Doch, ich wollte mich. Naja, so hört man nichts mehr, aber jetzt weiß ich, wir sind ja beschäftigt, wie du weißt. Oh Gott. Ja, ich wollte einfach mich wieder bei dir melden. Ist halt auf dem Diana-Film ist halt momentan ziemlich viel drauf und dann auch noch das Schreiben und so, aber das, was mir so klar wird, du weißt du, diese absolute Geistlosigkeit, ich muss dir ehrlich sagen, das Der Menschen, das wird war immer brutaler. brutaler. Von mir Wenn ich selbst, sag, weißt du, von mir selbst, dass ich das alles bisher so dumm geglaubt habe und. wie oft, du hörst so die Selbstgespräche, wie oft hat der Udo schon gesagt, dir Ja? wird immer mehr bewusst, wie unendlich geistlos die Figuren im Traum sind, es sind reine Mechanismen. Und wichtig ist, es muss dir vor allem bei der Rolle auffallen, Absolut. die du selber spielst. Das Tierchen, das du beobachten kannst. Ein reiner Funktionsmechanismus, ein Interpretationsmechanismus, auch wenn du mit Holofilm interpretierst und wieder aufhörst. Ja, genau so. Es ist ein Programm. Ja, genau. Richtig, ja. Das ist Da schon. bin ich drauf, darüber nochmal was zu schreiben. Okay. Ja. Weil ich da jetzt ein Video bin ich gerade jetzt in der Endphase, das stelle ich dann wieder rein. Und die Eckhart Tolles und so weiter, das ist alles ganz schön mit dem Beobachter, der sich über das Ego erhebt, die Fahrstuhlszene. Ich habe da ein schönes Video jetzt gefunden, nochmal ein neues, Okay. das ich dir ausdenken lasse. Und dass das alles wiederholt und das beginne ich, dass ich sage, und du musst dir immer bewusst sein, du bist auch nicht ein ausgedachter Beobachter, der ist schon wieder was Ja, ausgedacht ist. genau. Der Doppelschritt ist wichtig. Ja. Ja. Dieses Nicht-Denkbare, du musst begreifen, dass du was bist, was nicht in Erscheinung treten kann. Und wenn du das wirklich verstanden hast, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst, auch nicht von der Verwandlung, von der Veränderung, dass du was verlierst, das immer noch drin ist, das macht immer noch das Programm. Ja, klar. Das hängt sich fest. Das ist wie ein Zeck, wie du gesagt hast. Das Ist beißt auch ganz, so, dass ganz, du ganz, ganz rausgehauen hast. massiv. Ja. Ja. Das Das ist ist die die Prüfung. Prüfung. Ganz schön. Es ist auch, weißt du, du hast mich jetzt auch einiges zu dem Thema Geld schreiben lassen, dass wir, was ist überhaupt Geld, ein Wort und das und jenes und jetzt, egal, um diesen ganzen materiellen Wahngott von Geld, ja, und da muss ich auch sagen, da sitze ich dann nur so, ja, und dann denke ich mir, bist du, ich sag's jetzt ehrlich, bist du deppert, wie blöd ist man eigentlich, ja, das ist. Auch jetzt die Physiker, die letzten Beispiele, das wird immer krasser, du kannst es fast noch mal ertragen, das Geschwätz von den Ja. Leuten. Ja, da hast du mal Das. dein Video eingestellt, da war da waren zwei, drei auf seiner Podiumsdiskussion. Also Mit ich den muss dir Protonen, sagen, ja, mit mit den den Protonen, Protonen, ich die habe hier ehrlich 10 noch gesagt, ich war 33 Jahre neun alt Jahre werden, alt, also man bedenke, Protonen, und dass eine Meisterleistung Meisterleistung 1992 in Japan, haben die das gemessen, dass ein Proton 10 hoch 33 Jahre Lebensdauer hat, und man bedenke, sagt er noch, was für eine Meisterleistung, der Urknall, das ist ja eine 1 mit 33 Nullen. Der Urknall war vor 13,7 Milliarden Jahren, das ist ja bloß ein 1 mit 10 Nullen. Na, es ist. Ich hatte echt Mühe, denen zuzuhören. Ich sag's so, wie es ist. Und jetzt, pass auf, jetzt spreche ich wieder, du hörst nur Worte. Es waren Milliarden ausgegeben für diese Scheiße. Und dann siehst du Bilder in Videos, ob das Teilchenbeschleuniger sind, wenn sie vor ihren riesen Maschinen mit Schrauben heilig stehen. Das sind nur Pixelbilder. Es ist wie wenn du jetzt Pyramiden siehst. Und immer dran denken, alles, schau, du musst deinen Glauben durchforschen, alles, was dein Ego-Glaube ist, immer noch im Programm drin hat, das ist auch dann da außen, wenn ich es nicht denke. Das kannst du in dein Gesichtsfeld mit dem entsprechenden Aufwand in das Gesichtsfeld holen. Die Pyramiden genauso wie Zahnteilchenbeschleuniger oder diese Labors. Aber es ist nicht, wenn du es nicht denkst. Und entdecken tut man da gar nichts. Das sind Widersprüche in Widersprüche. Ich habe hier Mann Gassner, der mit den Photonen, da habe ich jetzt ein paar Sachen und da habe ich ein paar Sachen auch schon, jedes Ding ist ein Kleinod. Oder den Lash, wo ich jetzt reingestellt habe, Ja, du Heuchler, Durchstrahlung. weil die Erdstrahlen, die Wasserstrahlen, der Esoteriker, das ist Blödsinn. Aber seine Neutrinos und der ganze Scheißdreck, der ist ja bewiesen. Ich sage, zeig es mir. Es sind doch seine logischen Konstrukte. Wenn ich Realität als empirisch wahrnehmbar empfinde, ist das alles keine Realität.
Es sind Konstrukte. Genau. Alles Gedankenkonstrukte. Weißt du, wenn ich das einmal verwische, die schöne Definition, wir definieren Realität schlichtweg als einfach als eine sinnlich wahrgenommene Information. Und alles, was man sinnlich nicht als Information wahrnehmen kann, ist auch Information, aber nur feinstofflich. Feinstoffliche Sachen bauen prinzipiell immer nur auf logischen Konstrukten auf. Die tauchen halt einfach deine Gedanken, welche du dir ausdenkst, ist frei. Gedanken sind frei. Hier festzumachen, der Gedanke ist da außen und der Gedanke ist da außen nicht, der ist nur Spinnerei. Ich sage, da ist alles eine Spinnerei. Nur. Das ist der Schlüssel. Wobei er da nichts dagegen spricht. Klar kann ich mir ja alles Mögliche ausdenken, das macht mich ja lebendig, aber das ist eben dieses Festhalten und Festhalten. Ja, momentan kannst du dir bloß das ausdenken, du bist immer noch... Ja, aber es ist dieses Festhalten an diesem Materialismus. Es ist das einfach den Sinn laufen lassen. Jetzt kommt die Schöne, dass ich dir sage, jetzt du willst einen neuen Konflikt aufschmeißen, wenn ich sage, spiel deine Rolle weiter. Was mir darum geht, ist nicht, wir lassen die Rolle der Diana Mandalas total unangetastet. Und du wirst jetzt merken, dass hier du jetzt in diesen ausgedachten Beobachterbereich kommst, der noch ein blindes Arschloch ist, der immer wieder bestrebt ist, im Angesicht dieses Schwachsinns sich einzumischen. Ja, kenne ich gut. Aber es löst sich, weil mit Gedanken, so wie du immer sagst, wem willst du was erklären? Deinen Gedanken, die du ausdenkst, wem willst du was erklären? Und das legt sich auch immer mehr. Das sind Selbstgespräche. Es ist einfach so dieses wirklich. Wer erzählt jetzt wem was? Ja. Das Pixelmännchen, der Lautsprecher, diese von dir ausgedachten Diana, die vom Computer sitzt? Das ist alles nur Gedanken. Und dann sitzt man da mit Schildern in der Brühe, ne? Alles zu seiner Zeit. Ja, das stimmt. Aber was soll's. Es ist auch, was ich beobachten kann, und natürlich, das ist jetzt auch wieder das Interpretationssystem der Diana, weil sie kann das ja, das Interpretationssystem kann ja gewisse Sachen eben nicht mehr in das tautologische Raster reinpressen, dieses Zwanghafte. Und das ist auch mit diesen ganzen Gefühlen, weil Gefühle sind ja auch nur ein Programm generiert, wurscht welche. Und dann ist oft diese Beobachtung da, dass diese Gefühle nicht mehr so intensiv aufsteigen und dann kommt automatisch beim Beobachten die Angst des Interpretationssystems. Ja, so kannst du jetzt nicht mehr fühlen, das geht ja nicht, du kannst jetzt nicht mehr, dass du da gar nichts mehr fühlst. Und dann denke ich mir, mein Gott, das ist so ein Theater, das ist ja eben dieses Apathische. Dass man eben wirklich da drüber steht und nicht mehr sich weder von den Gedanken noch von den Gefühlen irgendwie auf eine Seite schleudern lässt. Aber was da permanent an Interpretation immer sofort zwanghaft auftaucht, das ist schon gigantisch, wirklich. Ne? Die Normalheit. Diese Normalität, ja, genau. Die Normalheit. Da musst du wirklich drüber stehen. Das sind lauter Sachen, das ist nicht reagieren. Du darfst selber nicht reagieren. Lass das fließen. Den Mut halten lernen. Und das, was du dann als Geist immer mehr beherrschst, was du meinst, sichert auch in das Diana-Programm rein. Nicht, weil du was veränderst, wo ich immer wieder sage, wenn du erkennst, dass du ein blindes Arschloch bist und diese Rolle spielst, das ist die Loslösung. Das ist wie ein Schauspieler, der auf der Bühne ist und ihm seine Rolle spielt. Geht es dann übrigens nochmal eine Erweiterung, dass du meinst, die absolut Bösen, da ist nie ein Schauspieler dahinter, das sind wirklich wie in einem Videospiel, wo es KI ist. Das ist, die sind nur KI. Ich sag zwar mal der Einfache, du willst dann mal eine andere Rolle spielen, aber du weißt, du meinst, das geht gar nicht, das kannst du dann nicht mehr. Ja, das ist genau das, was mir auch sehr das ist auf der nächsten Ebene. Und jetzt kommt diese Loslösung, dass ich immer wieder, wir haben ein Konstruktprogramm, wenn wir jetzt so ein klassisches Videospiel nehmen, und auf dem Konstruktprogramm ist nicht nur alles drauf, was da auftauchen kann. Es sind auch sämtliche KI, sämtliche Charaktere, die in dem Videospiel auftauchen können, sind auch drauf. Das Einzige, was jetzt passiert, dass wir einen Charakter als Iterationssystem rausnehmen, das ist ein blaues Licht. Das ist aber genauso ein Programm, ist innerhalb dieser Konstruktwelt.
Und das isolieren wir jetzt raus und jetzt haben wir ein Spielerprogramm und das wird jetzt seine ganz persönliche Welt auf dem Bildschirm aus dem Konstruktprogramm raus entfalten, wo auch die anderen KIs als KIs in Erscheinung treten. Nehme ich eine andere KI als Spieler raus, ist dasselbe Konstruktprogramm ein komplett anderer Ablauf. Das sind jetzt unendlich viele persönliche Welten. Das ist so schön, alles mit meinem Splitscreen alles dargestellt. Du kannst das immer wieder wiederholen und im Hintergrund schwingt halt mit, dass auch das Aufwächern für jetzt normal, da bist du tiefer eingestiegen, weil man sagt, das musst du nicht wissen, was ich dir eigentlich damit zeigen will, dass es dir immer klarer werden muss, jetzt mit den letzten Updates, die Geistlosigkeit der Elite, die du bisher vertraut hast, und was ich normal immer dazu sage, wenn dir das jetzt von den Naturwissenschaftlern bewusst wird, dasselbe gilt für Ärzte, wenn du krank bist. Alles. Die schätzen genauso auch. Wirtschaftsprofessoren. Das ist dir doch bloß nicht, wenn du krank bist, willst du was los haben, da vertraust du jedem Arsch, den dir auftaucht. Weißt du, ich habe so oft zum Beispiel gesagt, wenn du jetzt eine reine naturwissenschaftliche Erziehung hast, wie der Lesch, im Angesicht dieser ganzen ESO-Spinner, das habe ich so oft erwähnt, dann müssen dir die Haare zu Berge stehen, wie der reagiert mit dem Scheißdreck. Aber jetzt mit Homophilie stehen dir bei seiner naturwissenschaftlichen Sichtweise genauso die Haare hoch. Ja, absolut. Weißt du, die haben so einen Freischein bei normalen Menschen. Das ist ja unantastbar, die Naturwissenschaft. Bis du die Augen aufmachst, dass das genauso Schätze sind wie jeder Esoteriker. Wieso beginne ich jeden Vortrag, das, was ich dir erzähle, weder was mit esoterischen, religiösen und schon gar nicht mit naturwissenschaftlichen, geistlosen Geschätzen zu tun? Das ist dieselbe Ebene, egal wo du dich einsortierst. Du weißt immer, du hast recht. Es sind nur Perspektiven um die Tasse. Darum geht es beim Beobachten genauso in der tieferen Schicht immer um eins. Es geht immer um Geld. Es geht immer um Geld. Geld ist der Teufel des Satans. Es ist Gott, der Schöpfer, der alles am Leben erhält. Ja. Und nur Geld. Die gehen über Leichen jetzt. Die müssen sowieso sterben. Du weißt, da müssen wir nicht rund um Menschen überleben. Körper überleben gleich zweimal nicht. Es überleben keine Menschen, keine Programme und schon gar keine Körper, die dieses Programm generiert. Jetzt sind wir wieder in den Zeitakt, wo ich erkläre. Aber es ist in dieser Welt, wenn du jetzt das rein das kapitalistische Weltbild, als wenn ich immer sage, wenn wir das Geld wegmachen, wenn es nicht da wäre. Es wäre alles, was jetzt immer noch normal, naturwissenschaftlich, lebenstechnisch in Bezug auf den biologischen, auf diesen zoologischen Körpermenschen bezogen, so wie man sich Weltfunktionen ausdenkt, was braucht ein Körper, dass er existieren kann, vom medizinischen Standpunkt aus gesehen, brauchst du kein Geld, Geld kannst du nicht essen, Geld kannst du nicht atmen, Geld kannst du nicht trinken. Das Verrückte an der ganzen Geschichte. Und es ist nur, die gehen über Leichen, über absolute Leichen, Konsum. Am besten hier ist, dass du 4 Autos im Jahr kaufst. Ja, Profit. Dann jetzt die ganze Umschichten, was auch innerhalb der Logik, ich will bloß auf die Elektroautos eingehen. Der momentane Stand der Technik ist folgender, dass das Auto zwar keine Abgase ausstößt, aber du musst ja den Strom haben. Wenn man jetzt den Strom bloß von Sonnen- oder Windenergie, wo man ja unendlich weit davon entfernt ist, das herzukriegen, dann wäre es in Ordnung. Da aber hier beim Auto ein Großteil des Stroms aus Kohlekraftwerken kommt und die besten Kohlekraftwerke im Wirkungsgrad schlechter sind wie die besten Autos, was den Schadstoffanschluss aussieht. Und jetzt zusätzlich noch der Leistungsverlust, der Wärmeverlust vom Kohlekraftwerk bis zu der Steckdose auch nochmal 15% fast Leistungsverlust, je nachdem wie das weg ist, draufkommt, ist das, was du an Kilowatt verbrauchst mit einem Elektroauto, wenn du das von einem Kohlekraftwerk oder einem Atomkraftwerk, lassen wir mal weg, speist, ist unterm Strich mehr Dreckausstoß, wie wenn du gleich mit Benzin fährst. Das sind jetzt Zahlen innerhalb dieses Systems, was sowieso eine Falle ist. Aber was noch viel krasser jetzt kommt der Umstieg auf sauberere Autos, dass man die Diesel verschrottet. Der Witz ist, dass die Energie, die aufgebracht wird, um ein Auto herzustellen, das Eisenerz zu schmelzen, die Bleche draus zu fertigen, so viel Dreck ausstößt, dass du das in 200.000 Kilometer mit dem Auto, was du weniger ausstößt, wie mit den alten Autos, gar nicht reinholen kannst. Es sind Milchmädchenrechnungen ohne Ende. Hauptsache, du kaufst was, dass man das Scheißdrecksgeld kommt. Das sind jetzt wieder nur Vorstellungen von einer ausgedachten Welt. Ich betone, draußen ist nichts. Das ist dein Programm. Schau in dich rein, ob du glaubst, ob das noch draußen ist, auch wenn das nicht ist, muss dir bewusst werden. Wir wollen nichts verändern, du sollst dir bewusst machen, was du glaubst. Und dann wird dir der Schwachsinn immer mehr bewusst. Ja, total.
Total. Das wäre jetzt unser geiles Selbstgespräch gewesen, wenn wir es aufgenommen hätten. Aber was soll's, das haben wir eh schon tausendmal gesagt. Vielleicht ist sie ausgenommen, weiß man muss schon. Für wen? Ja, für mich. Sehr wichtig. Du, das, ich merke das ja beim Schreiben. Das ist ja so gigantisch. Weißt du, das ist nicht, du weißt das ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel es jemandem sagen würde, es ist ja nicht, dass es jetzt wie eine Tipps, dass ich hier bin, sitze wie eine Tipps und das ist, wird diktiert. Nein, das ist überhaupt, du hörst ja keine Stimme. Das ganze ESA-Zeug ist vom Tisch. Wenn du selber denkst und neugierig bist, dann wird dir was einfallen. Und dann fällt dir ein, ich schau mal da noch und ich schau da noch. Und das Irre ist, dass das wie Puzzlestück ist, fast jedes Ding, das du noch schaust. Das drehst du ein bisschen und das passiert einfach in dir. Du stehst ganz passiv apathisch daneben und schaust dir an, was ich mit meiner Diana mache. Genau. Du darfst es erleben. Jetzt erlebst du das Leben von der Diana geistreich. Den Namen können wir austauschen. Ja, während die Diana interpretiert und sagt, könntest schon längst fertig sein, schreibst da ewig herum und so weiter, wo ich mir dann denke, das ist schon wieder so ein blödes Geschwätz. Das ist schon wieder die Absicht einer Diana, ja, was hat die überhaupt zu deuten, was hat die zu machen? Wenn du dich hingibst, es kommt von allein und das ist fertig, wenn es fertig ist, ja. Aber es ist immer wieder... Jetzt, immer jetzt. Es ist immer jetzt, klar, wenn es fertig ist, ist es jetzt. Jetzt. Fertig und es ja auch taucht aus dieser absoluten Perfektion auch einzelne Gedanken auf. Genau. Es ist jeder Gedanke, jeder Augenblick ist ein winziges Puzzlestück von dem Heiligen Ganzen. Jeder Spritze, jeder Hauch, jedes Wölkchen. Ist immer wieder, wenn du jetzt diesen klassischen Wasserkreislauf auf deiner Erdkugel dir ausdenkst, den musst du schon wieder in eine Glaskugel setzen und dann ist es ein geschlossenes System. Und da wirst du feststellen, wenn wir jetzt das einmal bildlich als Metapher nehmen, wir nehmen unsere Erdkugel und setzen die jetzt in ein Labor, in ein Glasgefäß, das komplett von deiner ausgedachten Universum, von dem ausgedachten Umgebung abgeschottet ist, da wirst du feststellen, da kann nichts hinzugefügt werden oder weggelassen werden. Sie sind sich selber, das Wasser, das verdunstet, das wird zu Wolken, das regnet wieder ab. In der Bibel heißt es so schön, alle diese fließen ins Meer und es läuft trotzdem nicht über, es bleibt immer gleich. Wieso? Weil das Wasser, das von den Flüssen in das Meer hineinläuft oder vom Regen hineinfällt, letztendlich ausgießen, der immer es herauskommt, das erste Mal. Das ist diese ständige Umformung. Da kommt kein Wassermolekül hinzu, keins bleibt weg. Aber sobald wir uns schon ein Wassermolekül ausdenken, ein H2O, haben wir schon mit unserer Gedankenwelt. Genau. Darum sind ja die chemischen Formen, wie oft sage ich das, die muss ich es nicht sagen, wenn man in die Tiefe geht, oder wie oft spreche ich auch mit dem menschlichen Körper. Das wäre das ganze Holofeeling-Werk, würde das momentan besteht, das ein Grundlagenwerk ist, würde in einer Spezialisierung, dass ich jetzt nur die Namen aufwecke, wenn ich immer wieder sage, der Brustkorb über Hebräisch, Deutsch mit Hebräisieren, die Thorax, Thorax und so weiter, all das, die Augen, die Becken und so weiter, alles, wenn ich jetzt nur im menschlichen Körper aus dem Medizinbuch die ganzen lateinisch-griechischen Begriffe Hebräisieren umgehe, in einer Matrix, was du meinst, das ist eine Matrix. Darum geht es in dem Aufwecken, nicht, dass du das kannst. Es würde auch zu weit führen, wenn ich dir die Programme in deinem Smartphone erklären müsste, im Detail. Und selbst wenn du jetzt ein Spezialist bist, die wissen nur Auszüge von Auszügen von Auszügen. Ich mache das nochmal so schnell, mein Nerd, der jetzt hier bei der Firma arbeitet für Videospiele, der testet die an, die Programme an, okay? Dass ich hier schon mal erwähnt habe, dass das wieder Abteilungen sind. Das sind Abteilungen in großen Firmen, die sitzen am Computer, die programmieren eigentlich nur, ich sage mal, die Ablauffunktion. Die haben natürlich diese virtuellen Männchen auf ihrem Bildschirm, das sind aber nur Strichmännchen. Das heißt, diese Bewegungen, wenn die kämpfen und so weiter, das wird auf denjenigen, die den Ablauf der Bewegungen steuern und die Interaktionen steuern, das sind nur Strichmännchen. Und dann gibt es eine Abteilung, die machen die Texturen, die legen da Haut drüber, die ziehen die Kleider an, die machen die Landschaften, die nur ganz grob dargestellt sind bei den anderen. Das sind wie komplett unterschiedliche Abteilungen, wie die Motorentwicklung und die Designentwicklung bei einer Autofirma. Aber jetzt ist es Witz, dass die Computerprogramme benutzen, spezielle, hochentwickelte Computerprogramme, und die haben mit diesen Programmen, wo sie das programmieren, nichts zu tun. Das ist wieder eine andere Firma, die sich spezialisiert hat, ganz komplexe Programme
zum Programmieren von Computerprogrammen zu schreiben. Und die, die diese Programme zum Programmieren von Computerprogrammen schreiben, die wiederum benutzen Programme zum Programme schreiben. Ja, genau. Das ist wieder eine andere Farbe. Das sind wie die Einzelteile hier, die die Gläser machen und die Windschutzscheiben, weil die Autos, weil das ja immer Zulieferfirmen immer mehr spezialisiert. ZF zum Beispiel, die machen Getriebe, die machen für BMW die Getriebe, die machen für Mercedes die Getriebe, weil die sich halt voll auf Getriebe spezialisieren. Bosch. Ja, Bosch, genau. Die Elektronik und so weiter und so weiter und so weiter. Weil es immer mehr in die Spezialisierung geht. Wir sind jetzt wieder hier bei Europa, wenn ich so. Es ist bei Völkern, bei Religionen dasselbe in Grün. In Ich Bin Du heißt es, bei Homophilien geht es um die Befreiung der Individualität. Lebe diese Spezialisierung, die du so leben hast. Wenn du zum Augenfall gehörst, dann schau und versuch nicht zu hören. Und wenn du zum Ohrenfall gehörst, dann höre ganz genau zu. Schmeuschel, höre Israel. Gott ist einer, dieser eine, das ist die Summe der ganzen Völker. Der kann sehen, der kann hören. Das ist der, der mir jetzt zuhört. Deine Ohren hören mich nicht, dein Gehirn, das in dir Berechnungen anstellt, das weiß auch nichts. Das, wir kommen in diesen Bereich des nicht mehr sichtbaren, nicht mehr wahrnehmbaren, weil es eben drüber steht, beziehungsweise darunter steht, das was immer ist. Kann nicht in Erscheinung treten. Wo kommst du her? Du Geist, der du mir zuhörst. Wann hast du zum Denken angefangen? Kannst immer nur jetzt denken. Jeder Gedanke ist jetzt. Und du wirst jetzt immer wieder merken, dass trennt die Spreu vom Weizen auf der unteren Ebene, ob hier auf der unteren Ebene einfach nur geistlose Zombies sind oder ob hier ein Hauch hinter der Maske, ein Hauch, ein Kontakt ist zu dem Geist, die Neugier. Ich habe so oft gesagt, alle, die mit Homophilien in Kontakt treten, älteren Semesters normal gesprochen, ich höre immer wieder dasselbe. Die sind erst einmal entsetzt von dem, was sie hören, und dann positiv überrascht. Und dann höre ich immer solche Sätze, wie glaubst du, ich habe als Kind schon irgendwie, war ich anders wie die anderen. Da habe ich gemerkt, das kann nicht so sein. Das sagt jeder Einzelne, der Interesse zeigt an Homophilien. Diese innere Zweifel, dass das, was ich zurzeit erlebe, noch nicht das Absolute sein kann. Das kenne ich gut, ja. Jeder kennt es, der sich für Homophilien interessiert, und alle, die du dir ausdenkst, man das sowieso nicht verstehen. Du kannst jetzt natürlich welche ausdenken, die sich auch für Homophilien interessieren, aber was du meinst, das ist diese eigenartige Einheit auf einer höheren Ebene. Das ist das zum Beispiel jetzt bei den Vorträgen in Weißenburg immer wieder, da treffen jetzt auf unserer normalen Ebene so unterschiedliche Charaktere aufeinander, und die sind das da irgendwie, wo die so vom Professor bis hin zur Putzfrau, will ich ja mal sagen, oder zum Hartz-IV-Empfänger, der seit 15, 20 Jahren arbeitslos ist. Und die sind auf irgendeine Art und Weise, sind die verbunden, die meinen, da ist irgendwie auf einer höheren Ebene ein Interesse für dasselbe da. Was du bei der Masse, breitest der Weg der Masse in die Verderbnis überhaupt nicht findest. Das sind nur Gedanken. Schmeiße keine Ballen vor die Säule. Du war auch nie das Bestreben, Homophilien groß zu machen. Und man sagt, mir war jetzt das doch mal mein Bestreben, dieses Gesetz der 100 Affen zu überschreiten. Das ist aber. Das haben wir jetzt, sei kurz. Genau. Alles, was darüber hinausgeht, ist E-Wort. Es geht immer wieder um das eine Schäfchen. Die 99, die im Stall sind, und das eine, das verloren gegangen ist. Und da musst du begreifen, das bist du Geist. Du Geist, der du mich jetzt sprechen kannst. Jetzt ist natürlich die Frage, wer bist du? Jetzt können wir das reduzieren auf dieses Gespräch, aber wir können jetzt dann sagen, wenn du das aufnimmst, dann gibst du es im Reno weiter, den wir uns jetzt auch ausdenken, der kann es auch nicht. Da ist jetzt ja einer, der sich dieses Gespräch anhört. Ich bringe das immer wieder ins Spiel, der uns jetzt ausdenkt. Wer denkt sich jetzt die Diana aus? Wer denkt sich den Uwe aus? Wer denkt sich den aus, der jetzt vor dem Computer sitzt? Das sind alles Gedanken, die sind schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Homophilien, erklär dir, was du selbst bist, rot geschrieben. Und das, dann bist du allein. Das ist das, was ewig ist. Dann bist du dich. Dann
Serie schauen wir. Mach dir keine Gedanken. Ich muss ja ein bisschen Spannung haben. In einem Film muss ich ja Spannung drin sein. Ist genug Spannung, stimmt, ja. Siehst du, ich habe das mit diesem Bücherregal ja sehr oft mit dir sehr schön durchdacht. Und wenn man das so betrachtet, wir nehmen jetzt das Bücherregal mit verschiedenen Fächern. Und das sind eben einzelne Bücher, jetzt können wir sagen, auf der untersten Ebene mag das den Anschein haben, als wären es separate Geschichten. Aber ein Fach ist ja dann eigentlich schon eine Kollektion. Und wenn ich jetzt sage, die Fächer sind jetzt insgesamt eine Kollektion, dann gibt es keine separaten Geschichten mehr. In Wirklichkeit ist das alles eine gigantische Kollektion. Denk einfach an die Hierarchie. Ja? Denk an die Hierarchie, dass mir immer was selektiert in Erscheinung tritt, dass ich jetzt einfach mal sage, wir haben eine gewisse Vorstellung und diese Vorstellung, irgendein Ding, das wir uns vorstellen, da ist im Hintergrund ein Wort. Darum sage ich hier, das Wort, das du siehst im Buch, sobald du das aussprichst, wird es zu einem Geräusch und mit diesem ausgesprochenen, das ist jetzt dieses Geräusch, geht jetzt für die spezielle Vorstellung, mein Beispiel mit Krebs. Dass das geschriebene Wort rein isoliert betrachtet viele, viele verschiedene Sachen sein kann. Ich mache jetzt immer mein einfaches Krebs, weil das jeder zumindest in ein paar Stufen nachvollziehen kann. Aber dieses Wort wiederum, das wir selektieren, wenn ich jetzt mich ein bisschen aufzoome, habe ich die Zeile. Dann kriege ich meine Seite, dann kriege ich das Buch, dann kriege ich das Bücherregal. Und was jetzt hier sehr selektiert ist, ist ein nicht gedacht, ein gigantischer Komplex. Und was jetzt immer wieder, wo ich doch die kleine Beispiel brachte, die Ude-Geschichte bei seiner Mutter im Altersheim, die in einem Selbstgespräch drin ist, dass ich zuerst einmal sage, da ist nur ein Geist und das sind individuelle Leben. Du hast jetzt zum Beispiel dieses Gespräch, das ist ein reines Skype-Gespräch, wir können uns jetzt auch real gegenüber sitzen, es ist halt bloß der Real, der vom Computer sitzt. Und jetzt, wenn das Gespräch abbricht, dann löst sich das. Das heißt jetzt, das trifft jetzt zusammen. Das heißt jetzt, da wird die Diana, die wir uns ausdenken, dieses Programm wird in die Diana-Welt fahren, der Udo wird in die Udo-Welt fahren. Aber was viel interessanter ist, sobald du auf den Kopf trägst und dieses Video jetzt ausschaltest, dann fällst du in die Welt von dem, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich das Gespräch anhört. Das heißt, da ist eine Verbindung, die sehr komplex ist, die kann man nur erahnen. Du wirst merken, wenn du mal lichtgeschwind denken kannst, aber da werde ich noch genauer darauf eingehen, was wir zurzeit machen, ist wirklich Vorschule. So unendlich komplex die Holophilie erscheinen muss, das ist erst eine Einschulung in meine göttliche Schule. Erinner dich, Diana, wo ich dir gesagt habe, wenn du die kompletten Holophilien-Schriften von hinten bis vorne auswendig kennst, wenn du alle Vorträge, die dir zugänglich sind, aus dem FF, aus dem Kopf kennst, dann habe ich dir auf meiner göttlichen Schiefertafel beigebracht, dein Aleph zu zeichnen. Ich fange ja jetzt erst an, dir die göttliche Sprache beizubringen. Und das wird jetzt immer klarer. Und darum haben wir ja so unendlich viel Zeit, dass ich dir das beibringe. Ja, ich gebe auch ehrlich zu, bin ja sehr neugierig. Das stimmt schon. Ja, dein Problem ist, dir geht's manchmal nicht schnell genug. Ja, das stimmt. Und dann kommt die Ungeduld. Es ist so interessant, weißt du, wenn man dann eben so durchdenkt, alleine dieses simple Beispiel mit dem Bücherregal. Und dann, dass das alles eigentlich gar nichts Separiertes ist. Das ist ein gigantischer Komplex, ein zusammenhängender Komplex. Und dann gehe ich jetzt nur, jetzt spinne ich nur gedanklich weiter. Ein Bücherregal setze ich für einen kleinen Geistfunken, der ja auch wieder ausgedacht ist. Aber das ist ein kleines Bücherregalchen in einer Bibliothek. Und diese Bibliothek ist wiederum nur eine Mini-Bibliothek in einer Superbibliothek. Dann sitze ich da und denke mir, ich zoome mich in ein einziges Mini-Buch, in ein Mini-Buch. Buch, ja, und scheiß da herum auf Seite so und so, das kann jetzt ja nehmen wir mal das Beispiel gerade von dem letzten Video, das Foto von diesem neuronalen Netz des Gehirns und des Universums mit 2 Milliarden Lichtjahren, das eine Bild 2 Milliarden Lichtjahre groß, die schmeißen mit Zahlen rum, die Doktoren, das ganze Video, wenn du anschaust, das ist so ein Wischiwaschi von Vorstellungen, die sich wirklich nur einer ausdenkt, dem man das erzählt hat, der das auf dem Schwamming hat, der das auf dem Programm hat. Und darum ist es, das ist Religion, es ist einfach nur Religion. Das sieht man so schön an dem Lesch. Wenn die Rudengänger von Erdstrahlen sprechen oder Wasserstrahlen, hier von einer Wasserader, das sind für den absolute Spinner. Wenn er von seinen Neutrinos spricht, das sind nochmal, ich erwähne nochmal, Neutrinos sind unsichtbare Teilchen, die mit Überlichtgeschwindigkeit in der kosmischen Strahlung entstehen und mit Überlichtgeschwindigkeit auf die Erde zufliegen. Die sind ja bewiesen. Die haben ja gemessen. Ja, genau.
Was sehen Sie? Jetzt denkt man wieder an unseren Gassner, der hier die Photonen im Flug zeigt. Und man sieht doch ganz eindeutig, dass die Photonen an der Luft wesentlich schneller gehen wie im Harz. Und dann sagt er, wie schnell die im Harz sind. Und wie gesagt, wenn man denen an der Schule andere Zahl beibringt, dann das wird immer so sein, wie man es dir erzählt hat. Müsst ihr mir doch mal selber denken. Und du kannst da die nicht erreichen, wenn kein Geist ist, weil da steht so viel auf dem Spiel. Das ist niemand bestreben gewesen, in irgendeiner Form irgendeinen Professor klarzumachen, er muss die Welt aufklären. Das sind etliche Professoren, die sich extrem für Homophilien interessieren, oder man Rabbi, wenn ich immer wieder sage. Ich sage, halt den Mund, spielt eine Rolle weiter. Es ist nicht deine Aufgabe, wenn du jetzt zum Beispiel Rabbi bist und du hast eine Gemeinde, dass du den Schäfchen in deiner Gemeinde das erklärst. Du wirst nur auf Ablehnung stoßen. Du wirst aus der Gemeinschaft der Kirche herausgestoßen, wenn du jetzt ein Bischof bist und ich erkläre dir das jetzt als Bischof, die muss eins klar sein. Du kannst deinen Koffer packen und kannst aus der katholischen Kirche rausgehen. Weil die werden das nicht akzeptieren, die Masse um dich herum. Das ist ja immer das Spiel, wenn man dann hört, der Schmutz im Vatikan mit den Päpsten, die haben da überhaupt nichts zu sagen. Da schaust du, wenn die Kardinäle aufmarschieren, und genauso ist es hier jetzt, ich sage jetzt nur, fällt mir spontan ein Seehofer. Ein bisschen, wenn du in Misskredit fällst, dann wirst du sofort abgestraft, dann wirst du rausgeschmissen. Wäre ich mit dem Wesen heute oder bei euch jetzt? Du musst ja bloß immer bei euch in der Politik. Das ist ein Affenzirkus, das ist. Du musst immer eins wissen. Österreich ist und war schon immer das rechte Deutschland. Na genau. Ja, echt. Ja. Ja, ja. A-U-S-T-R-I-A. Die rechten Deutschen kommen aus Österreich. Das kleine B-Innenland. Naja. Wir halten schon die Stellung geistig. Ivrig, deutsch und deutlich. Ja. Naja, köstlich. Aber es ist schon gigantisch. Es ist schon ein Affenzirkus, den ich mir da ausdenke. Und das wird ja auch diese ganze Wahlpolitik, dieser Wahlkampf ist ja wirklich Kampf. Der geht ja dann nur weiter in den Regierungskampf. Das ist sowas von geistlos. Es ist eine Aussage, vergesst die nie, wo ich mehrere Male geäußert habe, schon die Tatsache, dass sich einer politisch engagiert. Am Anfang ist es noch ein gewisser Idealismus, eine Naivität, wo man sich reinstürzt und sobald man in dem Räderwerk drinsteckt, ich immer wieder die Musterbeispiele, blätter deine Zeitbücher, deine Chronologien zurück, ich sage immer bloß Schröder oder Fischer, auf dem Deutschen die Grünen, die Sozis, die was besser machen wollten und nachdem sie dann drin sind, was ist letztendlich draus geworden? Absolute machtgeile Menschen, die in der Hochfinanz landen, alle landen nach ihrer politischen Karriere irgendwo in der Hochfinanz, also die große Masse landet in der Hochfinanz. Und einer, der das spielt und schaut, der steigt vorzeitig aus. Das heißt, jeder, der in der Politik tätig ist, und die meisten sind ja Edelwasserträger, da könnte ich jetzt sagen, wenn du mein archimedisches Mittel nimmst, diese Beispiele, keine Figur, die wir uns ausdenken, kann anders sein, wie wir sie uns ausdenken. Wir als träumender Geist wiederum, jetzt sage ich als träumender Geist, können wir uns nicht raussuchen, was wir uns ausdenken, weil das ja diese Führerscheinprüfungsbogen Lehrwelt ist. Und wenn wir jetzt die reine Fahrschule nehmen, das muss sitzen, haben wir zwei Sachen, wir haben die Theorie mit den Fehlern, die wir erkennen müssen, und wir freuen uns über jeden Fehler, den wir sehen, jetzt zum Beispiel die Erkenntnis, wie unendlich geistlos die von uns ausgedachten Wissenschaftler sind, oder die politische Elite, das ist ja ein Fehler, der schreie ich ja immer mehr an. Und dann hast du in der Fahrschule auch Praxis, wo du schon fährst, was tust, aber du bestimmst noch nicht, was du tust, weil du bist ja nicht diese Figur, die agiert in deinem Traum. Du bist der träumende Geist, nicht diese Rolle, die du spielst. Das heißt, du fährst schon, aber diese Figuren können sich nicht raussuchen, was sie machen, die wir uns ausdenken, die wir träumen. So wenig wie wir uns raussuchen können, was wir träumen. Und jetzt kommt der große Trick, wenn du diese Prüfung bestehst, jetzt in der Fahrschule verlässt du die Fahrschule, du kommst, kenne ich jetzt sagen, in die Wirklichkeit, wo du alles selbst bestimmen kannst. Und in der Praxis sieht es so aus, ich lasse dich aus dieser Fahrschule heraussterben. Das klingt jetzt negativ, positiv, also ich lasse dich wach werden. Ich lasse dich Geist, der du mir jetzt zuhörst, wenn du die Prüfung bestanden hast, lasse ich dich wach werden. Und keine Sekunde früher.
Genau. Das heißt, immer wieder, wenn ich sage, jetzt schaue ich dich mal, du kriegst es ja selber, wenn du dich beobachtest, wie oft du noch negativ reagierst. Wie oft, wenn du ein Wehwehchen hast, plötzlich meinst du, in der Tablette könnte ich dich heil machen. Wenn ich das schon höre, der Heilungsprozess, es gibt keinen Heilungsprozess. Das ist verwechselnd mit einem Gesundungsprozess. Das ist nur wieder, dass du in die andere Wellenhälfte reinrutschst, im chronologischen Denken. Du willst wieder bloß gesund sein. Du kannst nicht heil werden. Das bist du. Du hast es vergessen. Es geht ums Wiedererinnern. Um das Wiedererinnern, was bist du eigentlich? Was ist der Geist, der mir jetzt zuhört? Und du wirst demütig, dass du mal erkennen müssen, dass du etwas bist, was nicht gedacht werden kann von dir selber. Es ist etwas, was nicht in Erscheinung treten kann. Das ist das Göttliche. Darum kann Gott nicht existieren, weil alles, was existiert, rennt in Erscheinung. Was nicht heißt, dass es ihn nicht gibt. Tausendmal erklärt. Aber da muss ich erst einmal wissen, dass das Rotgeschriebene in mir Seiende, das ewig Seiende, was anderes ist, wie was Existierendes. Wenn ich diese Kleinigkeit der Sprache schon im Begriff habe und da fallen jetzt hier schon 99,99% der Elite deiner Menschheit, der gebildeten Menschen unter dem Tisch. Und wenn sie dann immer von Mathematik sprechen, die mathematischen Probleme, es sind die Probleme deines gelernten Wissens, es sind die Fehler deines Intellekts, den man dir einprogrammiert hat, jetzt raumzeitig gedacht. Jetzt mit Udo Feeling war das erste Mal entschärft, den konntest du dir nicht raussuchen. Es ist so wenig, wie du dir die Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen raussuchen kannst. Es ist eine Prüfung. Test, ein verdammter Test. Und darum bin ich als Test Udo in dir aufgetaucht. Na Gott sei Dank. Dann wird aus der Schildkröte, wo ich immer sage, Schindille, das ist die Logik des Kindes, wird irgendwann einmal der Logos eines Gottessohnes. Und dann bist du wie die Röde, wie der Rode. Karl Röde. Das ist der Adam. Dann bist du der Adam. Und der ist wie Gott. Der ist dein Gott. Und der weiß sehr wohl vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gleichzeitig zu nehmen. Weil er weiß, das eine gibt es gar nicht ohne das andere. Und man ist halt immer wieder bestrebt, irgendwelchen Gedanken das zukommen zu lassen. Und kann ich nicht oft genug sagen, die Menschen, die du dir ausdenkst, gehen mir am Arsch dabei. Es sind Gedanken. Versuche mal einen Gedanken von dir was zu erklären. Ich sage, jetzt denk an den Osterhasen und jetzt erkläre den Osterhasen, den du denkst, dass der nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst. Das ist ein Blödsinn, das läuft sogar Materialisten ein. Aber wie sieht es aus, wenn man jetzt diesen feinstofflichen Gedanken an den Osterhasen, wenn wir den jetzt realisieren und ich lasse in deinem Gesichtsfeld, in der Cyberspace-Brille, real in einer gewissen Entfernung vor dir einen Menschen auftauchen. Jetzt versuche mal, dir zu erklären, dass er nur existiert, weil du ihn dir ausdenkst, weil er jetzt real in deinem Traum als ziemlich wahrgenommene Information auftaucht. Es ist kein Unterschied. Es ist wirklich kein Unterschied. Die vier Stufen der Vergessenheit sind hier voll in der Welt. Genau. Das sind diese tausenden von kleinen Holophilen-Beispielen, die einzeln betrachtet jeden 13-Jährigen einleuchten. Das Problem ist bloß, sobald du wieder von einem Beispiel zum anderen hüpfst in deiner Gedankenwelt, sind die anderen schon wieder vergessen. Die müssen so installiert sein, dass die permanent im Hintergrund laufen. Und das geht durch Wiederholen, einfach nur durch Wiederholen. Wenn man nicht so bequem ist, haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Wenn es nur ein Gedanke ist, müssen wir uns eh keine Gedanken drüber machen, weil der ja schon weg ist, wenn wir ihn nicht mehr denken. Und wenn es hinter der Maske ein Geistesfunken ist, ist es immer nur eine Facette von dir. Darum sage ich, es gibt nur diesen einen Geist. Das ist immer der eine Leser. Ein Leser darf diese ganzen Bücher, von denen wir gerade gesprochen haben, die ganzen Leben, muss der selber durchleben. Genau, das ist immer nur jetzt kriegen wir auch dieses Gerechtigkeitsprinzip in der Gedankenwelt. Das ist, du kannst jetzt ein paar Krimis lesen, aber irgendwann einmal, wir haben ja in der Belletristik, haben wir ja nicht nur Komödien und Liebesfilme und Dramen und Horrorgeschichten, da gibt es ja so viele wissenschaftliche Geschichten, gibt so viele Sachen in der Belletristik, in dieser reinen Bücherwelt. Und das ist jetzt das Schöne, dass wenn du, ich sag mal, sehr düstere negative Geschichten hast, müssen wieder positive kommen, auch hier gilt, dass es immer in der Waage ist. Und sobald wir uns jetzt zum Beispiel hier Liebesgeschichten ausdenken, die eine Kategorie stellen, kann man schon wieder einladen, da gibt es gute und schlechte.
Was unterscheidet eine gute Liebesgeschichte von einer schlechten? Normalerweise, als jetzt auf unserer Ebene wieder her, ob es mich unterhält oder ob es mich nicht unterhält. Der Witz ist, dass was für viele absoluter Kitsch ist, ist für andere wieder das Beste, was es überhaupt gibt. Was für andere wieder sehr hochwertig ist, ist irgendwie Wurz. Es ist die Welt der Definitionen und der Beobachter, der rotgeschriebene Beobachter, muss jenseits einer Wertung sein. Er schaut schlichtweg und einfach, was da ist, mein Kirchenforscher. In dem seiner Welt gibt es die Frage, ist es richtig oder verkehrt, was die jetzt macht, gibt es nicht. Ist es richtig oder verkehrt, was der in meinem Traum behauptet, gibt es nicht. Dieser Beobachter schaut, was jetzt da ist. Und er kann in die Köpfe reinschauen, wie das, was da ist, einseitig bewertet wird. Dazu ist der Doppelschritt nötig. Es gibt auch keine qualitativen Bewertungen mehr, wie der ist schön und der ist hässlich. Sind Kritiken, Bewertungen sind immer ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Und ein Beobachter hat kein einseitiges Ideal. Er schaut, wie bewertet wird, ohne selbst zu bewerten. Er schaut, wie kritisiert wird, ohne selbst irgendetwas zu kritisieren. Das musst du beobachten. Und das ist Bewusstsein. Du wirst du dann sehr wohl merken, immer wieder, wenn man jetzt esoterisch in so in Videos, ich bin, das sind tolle Sachen, wenn die da sitzen, das immer mir gefällt es immer, wenn du dir so Satsang Meditationen anschaust oder wenn die sprechen, dann sitzen sie jetzt erst einmal und du musst 5 Minuten warten, bis sie zum Sprechen anfangen, weil sie sich ja aus der Ruhe heraus, aus der Stille schon. Selbst das ist, es sind Figuren, vergängliche Figuren. Und wie kann ich immer wieder nur sagen, egal wenn er einen Mund aufmacht, ich sag dir genau, was für eine Schule er folgt, was er macht. Das sind Figuren im Traum, ich kritisiere nicht, ich schaue einfach nur. Ob er dann, wenn ein Geist hinter der Maske steckt, die in mir auftaucht, mein Geist, ein Teil meines Geistes. Das zeigt sich aber dann nicht nur, wenn er sich vor Leute hinsetzt oder hinstellt, aber es in seinem privaten Leben, wenn er mit sich allein ist oder was wirklich lebt. Um das geht's ja. Genau um das. Das ist jetzt der eigentliche Kern, was du vorschauspielst unter als Mensch unter Menschen, als Trockennasen unter Trockennasen, ist relativ sekundär. Wenn jemand sagt, du das, was viele Prediger predigen, wenn sie gute Bücher nachplappern. Aber mach oft nicht das, was sie selber tun. Das ist, dann ist schon mal die ganze Geldsache vom Tisch. Da musst du ganz konsequent sein. Weil solange das Spiel noch mitspielst, muss ich ganz, ganz definitiv sagen, hast du dich losgelassen. Dann ist es für dich noch Theorie. Weil das erfordert eine absolute Hingabe, ein Vertrauen an Gott. Das ist dieses Nullsetzen. Weißt du, das, was mich am Leben hält, ist das, was mich jeden Morgen, wenn ich jetzt als Brüssel Uder spreche, als Brüssel Uder wach werden lässt. Meine schöne Sache, die alte mit dem Brot, wo die Jungen das Brot holen. Wie haben wir das doch gebracht? Von was lebst denn du? Ja, meine Frau geht ja auf die Arbeit. Und wer schickt sie los? Es ist und geht jetzt ganz, das ist sehr, sehr gefährlich, wenn ich jetzt meine, ich muss was hinschmeißen. Das sind ganz alte Beispiele von mir mit einem Job zum Beispiel. Ich sage, wenn du das aufgibst, weil du gibst und dann sagst, das bin ich nicht mehr. Ohne einen Hauch von Zweifel. Und da kann ich könnte ja immer wieder, wenn ich jetzt so mache jetzt den Namen nicht, kann ich dazu mein Frenki, wo eine Riesenfirma hat, die wohl dann aussteigt und da war mir im Gespräch dieses Extreme auf Null setzen, alles sehr schön, was man hat. Wo er dann sagt, ja, so weit bin ich nicht. Du warst immer der Drogensüchtige, der sagt, ich lasse mir nur ein paar Scheine hier in der Schublade, falls ich es nicht schaffe. Da brauchst du gar nicht anfangen. Und jetzt ist ganz wichtig, du musst immer so, als Udo habe ich einmal gesagt hier, wenn Gott will, dass ich unter Brücken schlafe, dann schlafe ich unter Brücken, ich werde es jetzt bis in die absolute Konsequenz durchziehen, weil wenn du den Rückzieher machst, das ist die Versuchung Jesus in der Wüste. Da sind die Geschichten wiederholen sich bloß, glaub es mir, die wiederholen sich immer und immer wieder. Und du musst dich nicht besser machen, wie du bist. Wenn du ein Kind bist, bist du ein Kind. Also wie gesagt, keiner wirft dir vor, dass du so bist, wie du bist. Zumindest nicht in der geistigen Welt. Wir verfügen über das Bewusstsein, dass wir nicht zu niemandem, den wir uns ausdenken, der unseren Traum in Erscheinung tritt, vorwerfen, dass er so ist, wie er ist. Wir haben bloß zu lernen und nicht zu kritisieren. Und dann wirst du irgendwann mal in die Situation kommen, wo du selber leben musst.
einen Finanzamt brief, ob ich das lebe, das müssen die beurteilen, die mich sehen. Ich kann immer bloß versuchen, ein Vorbild zu geben. Ob das eine sehen, dass ich ein Vorbild bin im Leben, als ganz normaler Brösel, das liegt mit dem Auge des Betrachters. Viele sehen es nicht. Für viele bin ich ein Spinner oder der wiederauferstandene Messias. Ich sage immer, ich bin das nochmal bloß ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Du musst zuhören, was ich sage. Und da muss man nicht in Sack und Asche gekleidet gehen und muss sich aber auch nicht in ein Rolls Royce reinsetzen. Das ist einfach nur die Rolle spielen, die meisten. Und dann wird man feststellen, man ist eigentlich jetzt im Positiven gelesen ein ganz normaler, unscheinbarer Mensch. Einer von vielen. Der nicht irgendwie extrem positiv oder negativ herausragt, wenn man genauer anschaut. Weil da ist jetzt schon wieder so ein Widerspruch, da haben wir schon wieder zwei Seiten. Ich kann mir jetzt viele denken, die Holophilien studieren, die einen riesen Respekt von ihren ausgedachten Udo haben. Da ragt er heraus. Aber nur für den, der sich das so denkt. Dann wiederum von Mensch zu Mensch gesehen ist der Udo sowas von normal. Nicht anders wie du und ich, wenn man so schön sagt. Gleich unter gleich. Das ist das Bessermachen, das ist das Erbärmliche hier von der Elite, wo man meint, die so stolz sind auf ihr geistlos nachgeplappertes Wissen, auf ihre Besitztümer, auf die Reichtümer, die letztendlich immer wieder dieses, was zurzeit so das Thema ist, die Schere zwischen Arm und Reich. Wenn sie wirklich Elite wären, das ist ja jetzt das Verrückte dieser Widerspruch, wenn sie geistige Elite wären, würden sie gar keinen Wert machen. Genau, so ist es, ja. Ich sage mal nochmal, dieser Führerscheinprüfungsbogen, weil da müssen die Fehler bestehen bleiben, wenn ich dich herausstarten lasse. Da müssen alle durch, so wie alle, wenn wir jetzt in der Gebärmutter sind, wir nennen mal den Menschen als Psyche, als Schmetterling, du bist irgendwann einmal, bist du eine Raube, du bist irgendwann einmal, das sind diese, die Puppe, wie man das auch nennt, die Verpuppung, wenn dann kommt, diese Phase, und dann löst du dich komplett auf und dann stehst du wieder als was Neues auf, oder dann im menschlichen Mutterleib, du hast ein befruchtetes Ei, dann hast du das Embryo, das schon aussieht wie ein Wurm, wie eine Raube, dann hast du den Fetus, dann kommst du raus, dann bist du ein Kleinkind, ein Säugling, ein Schulkind, ein Jugendlicher, diese ganzen Verwandlungen, da muss jeder durch, jeder Geist muss durch, bis er mal diese höhere Ebene, bis er das Penthouse erreicht hat. Indem man sich dann für die Ewigkeit einnisten kann. Und dann sitzt er aber auf diesen ganzen Stockwerken, die er durchlaufen ist. Und das ist kein Ablauf von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern eine Hierarchie von unten nach oben. Jetzt müssen wir dich immer wieder spiegeln, wenn ich immer wieder sage, wir können auch von oben nach unten sagen, wir müssen zuerst einmal festlegen, wo legen wir die Einheit hin. Ist es El Hayon, Gott das Meer, aus dem alle Gedankenwelt auftauchen, oder ist der Gott im Himmel, wir haben wieder unser Himmel, habe ich so oft gesagt, und es fällt uns dann ein. Und jetzt da ja dieses Meer unten und der Himmel oben, was Ausgedachtes ist, was du feststellen, er ist weder noch. Es ist die Mitte, es ist der Mittelpunkt von allem. Darum ist es so, wenn ich immer mein Kreis- und Dreieck-Beispiel, da haben wir gerade die Stufungen schon gehabt. Du tust dich leicht, wenn du Metaphern verstehen willst, höhere Ebenen verstehen willst, dass du dich bewusst eine Stufe im Denken niedriger setzt, wie du eigentlich denken kannst. Wenn ich mal sage, Flächendenken, wir machen Flächendenken und dann kann man den Körper uns vorstellen. Aber höher geht nicht. Also du musst dich immer wieder um eins reduzieren, weil wir ja von oben nach unten sehen können. Und das Prinzip setzt sich fort. Du bist ich, beginne ich ja so schön hier, wenn wir einen Blinden haben, der von Geburt an blind ist und sehr musikalisch ist. Den werde ich niemals Farben sehen lassen können. Ich kann ihm nur ein arithmetisches Prinzip zeigen, dass er, wenn er jetzt normal was gelernt hat, dass er Töne, ist er natürlich als Blinder extrem sensibel. Und jetzt ist es, dass ich sage, du weißt, was eine Oktave ist, du weißt, was der menschliche Hörbereich ist, wie der Ton immer höher wird, und dann gleitet er ja aus deiner Hörbarkeit heraus in einen Bereich, der für dich nicht vorstellbar ist. Und so versichert sich das, und dasselbe passiert mit den Farben. Es ist ja rein arithmetisch, es ist ja dasselbe Spiel. Dann sieht er zwar immer noch keine Farben, heißt es am Anfang von, ich bin nur, wer hat zumindest ein arithmetisches Prinzip, wo es hingeht. Erleben wir das erst, wenn er sich so verfeinstofflicht hat, so wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denken kannst, ist alles hier und jetzt.
Und dann lösen sich die ganzen Hirnschizophrenien von den Quantenmechanikern, die Verschränkung, all das Zeug. Ob ich mir jetzt zwei Teilchen denke, die auseinanderfliegen, die ich vor mich hinstelle und die keine Verbindung haben, wie kann das eine Teilchen, das hier Lichtjahre vom anderen entfernt ist, wissen, was wir an dem ersten Teilchen machen? Da kann keine Verbindung sein. Ja, aber die beiden Teilchen, die ich mir ausdenke, sind doch alle hin und jetzt immer Kopf. Das ist die Verbindung. Jetzt mal ein tausendfach erwähnter Satz, was hat ein Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit und der Altertum gemeinsam? Den, der sich das jetzt ausdenkt, um sich rum in Raum und Zeit verstreut. Weil das alles in dem einen drin sind, der sich das ausdenkt. Jetzt frage ich dich, wer denkt sich die Welt aus? Deine Welt. Wer denkt sich deine Welt aus? Ich frage dich, Geist, jetzt. Wer denkt sich eine Erdkugel aus, die sich um die Sonne herumdreht? Warum denkst du dir nicht einmal was anderes aus? Ja, deswegen ist es doch immer noch da draußen verletzt, der Depsel. Ich sage in der Schule 6 Sätzen, du bist sitzen geblieben, die Klasse wird wiederholt. Stimmt oder stimmt? Ja, absolut. Ich habe da so meine Möglichkeiten, bis du das verstanden hast. Was wünsche ich mir eigentlich von dir? Dass du nur noch das glaubst, was du selbst überprüfen kannst, hier und jetzt. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Du kannst schauen, was empirisch in dir auftaucht und immer dran denken, du bist immer noch in der Forschung, ein träumender Geist. Die Empirie. Es ist kein Blödsinn, wenn ich sage, 99,99999% der ganzen angeblich naturwissenschaftlich bewiesenen Experimente sind Rückschlüsse. Es sind logische Konstrukte, die sehen nicht das, was sie glauben, was sie sehen. Denken wir an unsere Photonen, wenn der Gassner vor seinem Monitor sitzt und sagt, das sind Photonen im Flug. Nein, ich sage, das sind der Monitor. Die schöne Metapher, wo ich gehabt habe, wenn wir uns jetzt den Monitor denken und die Lampen sind alle aus, dann ist da nur noch schwarz. Wir Innermänner des Krishna. Krishna heißt schwarz, das ist Gott. Das ist das Kontinuum von sämtlichen Geistesformen. Dieses Nichts. Und jetzt fällt ein kleiner Funke, ein Pixellämpchen auf dem Monitor zum Leuchten auf. In dem Moment, wo du das jetzt siehst, in dem Moment, wo ein Unterschied bildet zu dieser schwarzen Fläche, fängt er zum Existieren an, der Geistesform. Das können wir jetzt ein Photon nennen oder ein Elektron nennen, egal wie du das nennen willst, ein Baum nennen, wenn wir Baumpixel ein Arrangement schon nennen. In dem Moment, wo die wieder dunkel werden, in dem Moment, wo sie wieder Krishna werden, nicht werden, fallen sie wieder in diese Einheit dieser ewigen Schwärze. Schwa. Schwa, genau. Ja. Schwa ist die Nichtigkeit des Nichts. Schön war. Und RZ ist rot geschrieben, der Kopf des Geburtsgebers. Blau geschrieben, weil jetzt ist eine berechnete Geburt. Aber sobald mir eine Berechnung, da steckt das Verbrechen, das Auseinanderbrechen schon drin, weil ich existiere. Ich brauche Unterschiede. Darum sind wir ja im Divisionalbewusstsein. Ja, deshalb beginnt ja Berechnung auch. Und darum ist es immer wieder das Teilchen-Wellen-Phänomen, wo man da auch einmal ein eigenes Update machen müsste, dass ich genauer darauf eingehe. Das ist ja allgemein, das ist was mit etwas Bildung, dass dir eins klar sein muss, dass sobald du jetzt Wasserwellen zum Beispiel, wir können ein Becken machen mit einem Teiler mit zwei Schlitzen drin, wo man schön an der Oberfläche hier die Interferenzen zeigen kann, hinter den zwei Schlitzen, wenn wir da in das Becken Wellen reinmachen, dass dir klar sein muss, das ist schon alles im virtuellen ausgedachten Raum. Es gibt in der Wirklichkeit keine kontinuierliche Bewegung von A nach B. Immer dran denken, sobald du in den Raum vor dich in das Gesichtsfeld reinschaust, dass du zwei Becken vor dir hast, zwei Augen sind die zwei kleinen Monitore, jetzt symbolisch von der VR-Brille. Das, was in Erscheinung tritt, angeblich vor dieser VR-Brille, dieses Äußere, ist nur in deinem Kopf. Und die Brille selber sind minimal wie ein Monitor, wie zwei kleine Monitore, Pixel, die sich nicht von A nach B bewegen, sondern die nur hell und dunkler werden und dort ein Gehirn, der Computer, der Mac-Chef ist, steuert er das digital an. Das heißt, selbst wenn wir jetzt eine Lampe von 0 auf 100% hell machen, ist es in feinen Stufen gequantelt. Wir reden von Licht. Das ist digitalisiert. Übrigens, wieder, Digit beginnt auch mit DI, die Öffnung deines Intellekts. Ist Gehirnintellekt, wenn man es blau liest. Ja. Das ist Digi. Und das erzeugt Theal, die Erscheinung Gottes. Wir können das A als Vokal natürlich wegmachen, den Schöpfer, den wir uns entdecken, dann haben wir TL, dann haben wir erscheinendes Licht digital.
Ja, DL. Wobei Dick ist und ja auch DL wiederum heißt, DL wiederum heißt ein künstlich aufgeworfener Schutthaufe. Ein Erdhügel heißt es auch. Mach mal eine Ruine, etwas künstlich aufgeworfenes. Das ist DL, Trümmerhaufe. Jetzt sind wir denen der Welt an den Gedanken, jetzt haben wir die Haufe von der Welt. Dicke kann ich auch lesen als mein Herausfischen. Dicke ist ja Herausfischen, also mein Herausfischen aus diesem gigantischen Komplex eben. Ne? Viele, viele Möglichkeiten. Du merkst jetzt, wir bleiben aber immer in der Radix. Das ist jetzt die Auslegung von Worten, die sehr vielfältig waren von dieser Zweier-Radix, wenn ich schon sage, der Buchstabe. Die kannst du zuerst einmal austauschen. Du musst nur wissen, diese 22 Funktionen, diese speziellen Wertigkeiten in Rot und Blau. Wenn man es einmal gecheckt hat, ist es ganz einfach. Wie ist kleine R1? Ja, das ist wirklich. Ich habe bei vielen jetzt, wenn wir jetzt wieder raumzeitliche Geschichte machen, es geht auf fast jeden so, wenn man die Offenbarungen liest, dann stehen da die Zahlen drin, irgendwann holt man sich dann was und schaut sich die hebräischen Zeichen an. Und wenn man die ersten Mal die 22 hebräischen Zeichen anschaut, die sehen alle gleich aus. Ich sage, das lerne ich nie. Das ist jetzt wie wenn du chinesische Schriftzeichen anschaust. Wenn du so programmiert bist, ist das was das Einfachste der Welt. Und dann wirst du merken, dass du, wenn dann immer nur, ich habe das so oft erwähnt, wenn man die, man merkt es, wenn sie mal die Zahnwerte nur hinschreibt, so wie ich es am Anfang mache, um die absichtlich wegzulassen, dass du das dann aber anschauen wirst, wenn du die Zeichen kennst. Weil wenn ich Zeichen sehe, ist da viel mehr da, wenn ich ein Zeichen anschaue. Naja, so ist das Leben. Trotzdem ist es mit den Zahlen auch äußerst interessant, weil es im Endeffekt wirklich alles arithmetisch, gigantische arithmetische Berechnungen ist. Ja, selbstverständlich. Es ist ja, ich erzähle dir etwas. Es sind Erzählungen. Das heißt, du merkst du schon, dass alles auf der Zahl aufbaut. Total, ja. Auf Rechenvorgänge. Das Wort ist Zahl. Mhm. Es sind Zahlen. Es ist ein Computerprogramm. Immer dran denken, genau genommen, ich komme nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der Zukunft. Wir stellen alles auf den Kopf, was normal ist, und jetzt muss man nicht wissen, dass das alles hier und jetzt ist. Vergangenheit und Zukunft kann immer nur hier und jetzt sein. Wenn man mal diese transversale Denkweise erkannt hat, diese Hierarchie, Aufbau ist alles schon da bei Hegel, HGL. HGL, ja. Die Triadenlehre. Bloß man sagt hier Hegel immer den kleinen Schritt, das ist eigentlich schon drin, verstanden wurde das von keinem Materialisten. Wir benutzen all diese Puzzlestücke des intellektuellen Wissens der Menschheit und setzen die mit Holofilien zusammen. Die eigentlich gar nicht auseinander sind. Immer dran denken. Das Zentrum ist der sich das ganze Zeug ausdenkt. Wenn du dir es nicht ausdenkst, sind die lückenlos zusammengesetzt. Die sind immer lückenlos zusammengesetzt. Aber wie das Ganze in sich selber aufgebaut ist, kann ich nur sichtbar machen, wenn ich mir vor mich hinstelle, einzelne Sachen herausprojiziere. Genau. Gibt es noch sehr, sehr viel zu lernen. Das heißt, man muss mal in diese Ruhe kommen, das, was ich aufrüste, ist Angst, Ärger, Wünsche, materielle Wünsche, solange es dich quälen. Und du hast immer wieder das Prinzip, wo ich sage, es ist immer wieder alles, was du dir ausdenkst, musst du zuerst einmal aus dir herausnehmen. Du musst dir ein Redo aus dir herausnehmen und vor dich hinstellen. Was ist mit dem Redo, wenn du nicht denkst? Ja, das haben wir. Eine Einheit. Das geht mit allen Sachen. Das ist das Einsein, ist nicht wahrnehmbar. Das ist die Freude, kommt zuerst einmal in der Trennung. Das ist wie, drum ist auch diese Symbolik der körperlichen Sexualität noch. Das heißt, das Schöne ist, wenn man nebeneinander dann einschläft. Das ist eigentlich die Verschmelzung, ist nicht der Orgasmus, sondern zuerst einmal hast du diese Riesenspannung, dieses extreme Bedürfnis der Vereinigung, dann kommt wenn die Spannung, wird entladen, mehr oder weniger, es strömt ineinander, die zwei strömen, das eine strömt aus, das andere nimmt auf, es ist für einen kleinen Augenblick wie eine Verschmelzung, dann beruhigt sich der Puls, man liegt Arm in Arm da, und schläft miteinander ein und damit löschen sich diese zwei Figuren in der Einheit auf. Bis man dann wieder als Einzelner aufwacht und meint, der andere ist wieder ein anderer, wenn ich ihn mir auslege. Schon ein eigenartiges Spiel, ne? Auch wieder nur eine gewisse Lernphase, wie die Fahrschule auch. Auch das schreibt er mal. Aus dem Prinzip schreibst du auch heraus und du wirst feststellen, jede nächsthöhere Ebene sind größere Freunde. Denk an meine Geschichten dieser drei menschlichen Wachstumsstufen, dass die, das Glücksempfinden in jeder Wachstumsstufe anders definiert wird.
Und wenn du von oben nach unten siehst, ist das, was vorher das absolute Glück war, des Kindes mit seinem Mountainbike, wie ich gesagt habe, ist eine Lächerlichkeit zu dem, der die Sexualität erdenkt in der zweiten Wachstumsstufe. Und da die höchste Freude an Sexualität wird zu einer absoluten Lächerlichkeit, wenn du dieses Einswerden mit Gott in der dritten Wachstumsstufe erfahren darfst. Ja. So, Kleines, das lassen wir es gut sein. Jetzt mache ich mal Update drauf für dich. Danke vielmals. Gut. Ich danke dir vielmals. Bis gleich. Und auch tschüss. Danke für all diese Geduld. Jetzt habe ich mir auch die Gespräche alle angeschaut. Weißenburg, was wir uns so ausdenken. Das ist schon gigantisch, muss ich dir schon sagen. Also, da kommen die guten Sachen, kommen wir erst noch. Wahnsinn, ja. Die guten Sachen kommen erst noch. Lass dich überraschen. Danke dir. Tschüss. Danke vielmals. Baba.